Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wo ist unser... Ach, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Ja, wird ein bisschen dauern. Ja. Muss es denn unbedingt so mega langsam gemacht werden hier? Das ist doch Absicht. Wir wollen uns verhöhnen. Weißt du? Auf jeden Fall, ich meine, ist doch klar, dass man mit dem Vehikel dann erstmal weiter geradeaus fährt, oder? Muss man ja machen. Kann ich hier auch direkt durch das Gas gehen? Okay. So, hier haben wir unser treues Vehikel. Dann ist aber, also falls das jetzt funktioniert, dann wäre... wenn das jetzt funktioniert, dann wäre die Spitzhacke auch der einzige Hinweis, den wir da gefunden haben, ne? Ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Vielleicht müssen wir gleich zurück in die Geisterwelt oder so. So ein mega lange Fahrt hier. Ist denn hier irgendwo noch das Licht, das uns gelockt hat vorhin in die Geisterwelt? Was heißt Geisterwelt? Halt in die Minen, ne? Lesen, genau, das waren die drei. Lese, lese, lese. Vielleicht war das auch das, nur jetzt ist da halt das Tor zu. Das kann auch sein. Weißt du was? Ich dampf mal. Wenn ich schon kein Wasser zur Verfügung habe, dann wenigstens eine dampfen. Kondensiert auch ein bisschen davon an meinem Bart. Das kann man dann auch ablutschen. Das wird den Durst auch so ein kleines bisschen, vielleicht ein kleines bisschen helfen. Hier, Spitzhacke. Fixieren. Boom. So, nun. Können wir damit jetzt irgendwas machen? Ne? Berühren. Berühren wir nochmal. Vielleicht reicht's ja. Und? Ja! Geil! Alright! Gut, dass wir es gemacht haben. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. So, und jetzt müssen wir, boah, in alle Richtungen. Hier geht's direkt los. Oh, ich bin so froh, dass wir es jetzt gemacht haben. Jetzt hätten wir vielleicht echt was verpasst. Okay, die stehen sich hier gegenüber. Das ist schon mal interessant. Mama und Papa, schätze ich. Ja. Er drückt den Knopf nach oben. Das ist interessant. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, naja, wurde zumindest der Aufzug noch nicht nach unten gelassen. Vielleicht dann erst hier. Ne, hier ist gar kein Schalter. Ne? Naja, gut. Gut, hier hatte er eine Spitzhacke und schaut nach dort. Schaut sich selbst an. Genau das ist so geschehen, nämlich. So, dann war hier hinten noch etwas. Und zwar die beiden, die hier, naja, die hier ankommen, würde ich sagen. Ja, nach dort gucken. Und was ist hier? Hier nimmt er sich bestimmt die Hacke, ne? Ja, würde ich so interpretieren. Gut, folgendermaßen. Ich würde sagen, hier fängt's an. Ich komme hier an. Gucken sich um. Dann, naja, er muss sich erstmal die Hacke nehmen, um sie zu haben. Das macht erstmal irgendwie Sinn. Die Frage ist, hat er sich jetzt erstmal von ihr entledigt? Bevor er dann hier irgendwie weitergegangen ist. Das könnte halt echt sein. Boah, das könnte echt sein. Ich habe jetzt eben nicht geguckt, wer da oben lag. Ne, bei dem Haus mit der Axt. War das er? Das könnte halt sein. Das könnte echt sein. Okay, dann würde ich sagen, das ist nicht die 4, sondern... boah, gute Frage. Wir müssen uns das eigentlich mal angucken gleich. Hat er sich vielleicht erstmal eingesperrt?
gesperrt? Nein, erstmal muss er das Ding hier hochgeholt haben. Hochgeholt haben, dann eingesperrt, dann die Hacke geholt und dann weitergegangen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Wir schauen einfach mal. Das war nicht richtig. Sie stand da schon da drin. Das ist ja interessant. Dann vielleicht erstmal doch das und dann wollte er sie nach oben schicken, aber hat sich dann vielleicht umentschieden oder so. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Bestimmt. No, I don't think it was. So, jetzt. He's just a kid. Ja. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. So, sie will hoch. Okay. Und jetzt. He can't get away. It's the sleeper's time to wake. Lacey, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale! Aha. What are you doing? Dann hat sich doch umentschieden. Deswegen das kaputte Schloss, ne? Mhm. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Ja, schlaf fein, mhm. Und dann hat sich weiter auf den Weg gemacht, war. Alles klärchen, ja, sehr gut, dass wir das mitgenommen haben. Ich frage mich halt echt, ob wir jetzt hätten an der anderen Stelle weitermachen können, weißt du? Nun, wo geht das hin? Aha. Wir gucken. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Huh. Und jetzt? He didn't kill his wife. Yeah. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Er hat seine Frau nicht getötet. Ja, das ist Ansichtssache. Aber nun gut. Lassen wir es mal so stehen. Mhm. Und jetzt tut's mir natürlich sehr leid. Ihr wisst schon, wie es ist. Ich frag mich gerade. Können wir nochmal nach oben sagen? Nee, oder? wir müssen jetzt natürlich den ganzen Weg da wieder zurück. Aber egal. Nach oben. Ja, mach mal. Hat es für einen Zweck? Was hat es für einen Zweck, das Ding nach oben zu schicken? Hm, geht's noch weiter? Nö. Nö, geht's nicht. Und rein kommen wir ja scheinbar nicht. Schloss ist ja kaputt, ne? Okay, lassen wir es einfach mal so. Und jetzt, ja. Also den Weg wieder zurückfahren, wo wir eben schon waren. Durch das Wasser, das aussieht, als würde es kochen, aber das nicht kocht. Gut, dass wir es geklärt haben. Gut, dass wir es erklärt bekommen haben. Alles klar. So, und dann muss ich jetzt nochmal genau gucken, wer das da war in dem Haus, der da lag. Ich vermute ja, es war der Dale, ne? Ja.
Tja, dann bleib. Ich sag mal so, viele bleiben nicht mehr übrig, ne? Ja. Ja, vor allem natürlich der Ethan. So, war das schon hier? Jo, es ging schnell. Boah, lassen wir einfach laufen, ne? Genau, einfach laufen lassen. Sehr gut. Jetzt ist auch schon egal. Gut. Dann durch die einfache chemische Reaktion, bitte. Kann ich mich hinhocken? Nee. Ich dachte, ich könnte ein bisschen unter das Wasser gucken, aber nö. Gut. So, einmal einen Zug nehmen. Dann geht's uns gleich besser. Kriegen wir bestimmt eine ganz hohe Piepsstimme oder so. Je nachdem, was das hier ist. So, guck mal. Haben wir es gleich wieder geschafft. Sehr gut. Wo kommt eigentlich der Strom her für die ganzen Lampen hier? Nur gut, vielleicht von dem Kraftwerk da. Von dem vermeintlichen Kraftwerk. Kann ja sein. Und hier an den Ausgängen, da wummert es immer so schön. Gut. Dumm. Die dumm, die dumm. Ah, schön. Immer wieder schön, hier rauszukommen. So, dann gucken wir jetzt mal nach der Axt. Was es damit auf sich hatte. So, da ist ein Untersuchen. Ich glaube, das ist hier im ersten Stock der Dude, ne? Mhm. Das kann sehr gut sein. Axt. So, was ist hier geschehen? Wir haben ein Untersuchen, ja. Und natürlich da hinten. Wir machen erstmal hier. Zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Achso, es gehört zur Tür. Oder die Tür, die hier einmal war. Man kann es jetzt nicht mehr wirklich als Tür bezeichnen, ehrlich gesagt. So, und das ist ja. Das ist er doch. Das ist er doch. Erkenne ich an der Frisur. Der Friese. Umgestürzter Stifthalter. Oh mein Gott, ein umgestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal. Das Lineal war die Mordwaffe. Auf jeden Fall. Ja, untersuchen hier. Ja, machen erstmal die Axt. Hier. Die können wir sicherlich an ihren Ort zurückbringen. An ihren angestammten Ort. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Ah, so. Keine anderen Wunden. Kein Zeichen eines Kampfes. Keine Fußspuren im Blut. Ach so. Berühren. Nee, wir müssen höchstwahrscheinlich erstmal die Axt zurückbringen. Das machen wir mal eben. Und dann werden wir den Guten mal berühren. Es ist eigentlich ein riesiges Haus hier, aber irgendwie kommen wir nur in einen sehr kleinen Bereich. Kann das sein? So. Da ist die Axt wieder zurück an ihrem Plätzchen. Und meine Fresse, diese Fenster könnten echt mal geputzt werden. Aber Hallöchen. Das ist das Schlimmste, was ich hier die ganze Zeit gesehen habe. So, einmal, ja genau, halten bitte. Das war es aber noch nicht. Nein, 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 nein. Einmal probieren. Nö. Es wabert nur ein bisschen rum. So, das hier ist Fragezeichen, Fragezeichen. Dann müssen wir... Ja, dann müssen wir jetzt den Bleistift finden, der jetzt hier irgendwo rumliegt, oder was? Stimmt in der Mine. Hier irgendwo, nö. Ja, auf irgendeinem Schreibtisch, nein. Das würde sich so anbieten, aber ne. Naja, ich sag mal so. Wir hätten da noch die Tür, wo wir eben nicht reinkamen, ne? Ich komme da jetzt rein. Aus irgendwelchen Gründen. Können wir nicht die Axt mitnehmen? Das würde eigentlich ziemlich viel Sinn machen, ne? Jetzt nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern halt auch, um in ein Haus hineinzukommen. Ja, also ich finde, es macht Sinn. Aber wer bin ich schon? Ich bin ja nur der Spieler, ne? Hier, öffnen, guck mal. Vielleicht hat uns das davon abgehalten, jetzt hier weiterzumachen. Oder sollte uns davon abhalten. Nicht! Was? Ha. Okay. Das ist hier ein alternativen Zugang. Da ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt.
Also hier... Nein. Nein, sieht mir nicht danach aus. Können natürlich diesen Aufzug mal probieren, ne? Das ist halt noch eine Möglichkeit, die wir haben, durchaus. Wo war der denn? Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Wir dann an... Aber da kommen wir eigentlich nicht an einen Ort, wo wir nicht schon waren, oder? Hier, da. Naja, gut. Wir müssen es mal ausprobieren. Nach oben, ja. Die Frage ist, macht es Sinn, ihn nach oben zu... Ah, wir können noch was untersuchen. Ah, eine Schere. Okay, eine blutige Schere, was? Ach was. Ich wollte gerade sagen, macht es Sinn, ihn nach oben zu schicken, ohne drin zu sein, weil dann da drunter vielleicht noch irgendwas ist oder so. Wir machen es mal. Weil ansonsten, also da hochzufahren, das macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber eventuell hat sich's mit der Schere dann jetzt auch schon erledigt. Ja, probieren wir es. Können wir eventuell mit der Schere die Tür öffnen? Das können wir mal kurz probieren und dann gehen wir mal zurück zu der Leiche. Eventuell können wir dann auch berühren, ne? Ich komme dann schon hinein in die Welt. In die andere Welt, in die Geisterwelt. Also hier mit der Schere ist jetzt vielleicht nicht der beste Dietrich der Welt, aber hey, wer weiß. Vielleicht hat er ja irgendwie eine Idee, ne? Mit der Schere da reinzufummeln in das Schloss. Dachte ich so. Dachte ich mir so. Nö. Dann gucken wir den Papa an. Und dann frage ich mich natürlich, ob wir da echt nochmal hoch müssen. Ob es dann da noch irgendwas gibt. Ob uns das Ganze irgendwie wieder zum Ausgangspunkt zurückführt oder so. Mal schauen. So, berühren. Das ist jetzt enttäuschend? Ja. Ja, leider schon. Ah, die Schere zurücklegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt aber. Ja. Ja. So, es sind nicht mehr viele Personen übrig, mit denen er gekämpft haben könnte, oder? So, die meisten Popel sind rausgeflogen, aber hier ist noch etwas. Ja. Okay. Ah, so. Mit ihmchen. Travis? Wie ist er, Travis? Ja. The final encounter. Hier auch mit der Axt, ja. Ja gut, die beiden Stellen da, die werden sicherlich dann das Ende sein. Das Ende darstellen. So, und was ist hier geschehen? Wir haben einmal diese Situation hier. Er hält sich... Hat er sich das Gesicht oder das Ohr? Was hat er hier? Achso, er hat schon die Axt in der Hand. So. Er steht noch hier draußen, hat aber schon die Axt in der Hand. Das ist interessant. Okay. Hier auch schon. Ha. Interessant. Und wo gibt's den letzten Punkt? Wenn es denn der letzte ist, weiß ich nicht. Hier vielleicht. Nein. Können wir hier in dieser Welt hier vielleicht rein? Nee. Nö. Schade. Hätte ja sein können. So wird man in der normalen Welt erstmal so ein bisschen angeteasert, ne? Und hier kann man dann rein. In der Mine bestimmt. Ach, guck mal hier, tatsächlich. Okay. Ja, also ich würde sagen, Ach, hier hat er noch die Axt in der Hand. So. Hier ist es andersrum. Ich würde sagen, Daddy wird sich hier irgendwie die Axt geholt haben, auf ihn warten. Dann wurde er wahrscheinlich überwältigt von ihm, dann hat er die Axt. Und dann wird er hier ins Haus gejagt, ja, oder wie auch immer. Ins Haus getrieben,
So kann man es vielleicht besser sagen. Ja. Und dann würde ich vermuten, dass es hier relativ linear abgeht, bis es sich dann hier letztendlich zugespitzt hat zum Finale. So, wir gucken uns das an. Genau, verkackt. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Accident. I didn't want her to get hurt. So sick. You know, since Ethan found that room. Ja. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Vandegrift's Zimmer verbrennen, okay. Oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To match his wishes? He chose me. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Yeah. Ah, so. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Huh. Ha, 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 ha. Na, da hat der Travis jetzt aber reichlich locker reagiert. Ich glaube, der ist auch nicht mehr normal. Davon ist auszugehen, ja. So. Und was ist die Auflösung hier? Irgendwo da draußen. Irgendwo da draußen. Ziemlich weit weg. Gleich wieder Richtung, ja, vielleicht Richtung Aufzug. Hier Vandegrift's Room und so. Wo ist das hier? Gucken wir mal. Irgendwo hier hinten. Ja, vielleicht sogar an dem Haus? Hier nicht. Ich frage mich gerade so ein bisschen. Hier kommt ja irgendwie nach diesen Fällen, nachdem wir es gelöst haben, kommt immer noch irgendwie so eine Auflösung oder sowas. Ich frage mich, ob wir das bei den ersten Malen irgendwie übersehen haben. Vor allem, als da das allererste Mal die Welt auf einmal wieder so normal wurde. Ah, guck mal, hier ist jetzt offen. Bin ich da irgendwie vielleicht aus dem Bereich rausgegangen oder so? Es täte mir natürlich schon leid, wenn ich das da vergessen hätte. Naja. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie nachreichen könnte. Also keine Ahnung, vielleicht probiere ich das gleich nach der Aufnahme nochmal aus. Wenn ich daran denke. Mal schauen. Okay. Okay. Ha. Hier sind die beiden also zusammen. Digesting Room. Wo finden wir das jetzt? Oh, können tatsächlich was drehen. Ja, mach mal. Closed. In Ordnung. Und was genau haben wir jetzt hier abgestellt? Das Wasser in der Mine? Kann das sein? Wie kommen wir hier raus? Sind jetzt hier auf der anderen Seite, ne? Von dem Gebäude. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt hier irgendwie weiter. Hm.
Wir werden jetzt hier nicht das ganze Wasser abgestellt haben, oder? Ich kann es nicht genau sagen, aber bei der Gelegenheit können wir natürlich mal gucken, was es hier so gibt. Okay. Mhm. Es muss doch irgendeinen Grund haben, dass man hier hinkommt. Was? Kann man nicht lang? Echt jetzt? Okay. Verstehe ich nicht. Hm. Jetzt würde ich echt gern wissen, ob hier eben noch Wasser strömt, aber so eine Riesenflut werden wir jetzt wohl kaum ausgeschaltet haben. Was hat das hier für einen Sinn? Da komme ich auch nicht lang. Ha, merkwürdig. Merkwürdig. Sagt mir bitte, falls ihr das Spiel kennt, sagt mir mal Bescheid, ob ich hier irgendwas übersehe. Das würde ich gern wissen. Und immer noch 4 nach 7, natürlich. 4 nach 7 ist hier einfach alles stehen geblieben, die ganze Zeit. Ist stehen geblieben. Aufsperren, ja. Ha. Aufsperren. So, nun. Ja, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt wirklich das Wasser in der Mine abgestellt? Sollen wir da echt nochmal nachgucken? Das wird jetzt wieder ewig dauern irgendwie. Ich mache einfach mal einen kleinen Cut. Ich mache einen kleinen Cut an der Stelle und wir gucken nochmal an der einen Stelle in der Mine nach, ob da wirklich das Wasser abgestellt ist. Weil wenn dem tatsächlich so sein sollte, dann möchte ich das nicht verpassen. Einen Moment. So, wir sind wieder da in der Mine, aber hier ist immer noch das Wasser am Fließen. Okay, ich wollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Nee, dann wird das irgendeinen anderen Grund haben. Okay, ich fahre mal wieder zurück zu der Stelle, wo wir das Wasser abdrehen konnten. Dann werde ich da nochmal gucken, ob sich da noch irgendwas anderes ergeben hat, was ich übersehen habe. Bis gleich. Und ich hoffe im Übrigen, ich werde hier nicht noch einmal durchstiefeln müssen. Das ist ja sowas von lahmarschig. Naja, was ich nicht alles für euch tue. Hm. Gut, da sind wir wieder an dem Pumpenhäuschen. Ach so, oh, hier geht es ja auch noch irgendwie weiter. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Dann müssen wir da mal gucken. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob man hier noch irgendwas machen kann. Hier ist zu. Man kann es auch wieder aufmachen, ne? Komm, wir machen es mal auf. Gucken, ob sich irgendwas ändert dadurch. Und hier ist auch eine Kette davor. Okay. Aber das hier, das habe ich gar nicht gesehen. Hier kommt man lang. Aha.